Herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 2 von Portal 1. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Zeit, bis die Folge hochgeladen wurde. Und ich hoffe auch euch hat die letzte Folge soweit gefallen. Vielleicht kommt ja demnächst der Robert auch mal wieder mit dazu. Mal schauen, vielleicht kann ich ihn ja überreden, dass er mit zuschaut. Wir haben uns so kleine Ideen ausgedacht, wie das möglich ist. Ihr wisst ja, wir wohnen mehrere hundert Kilometer auseinander. Wie dem auch sei, wir machen jetzt einfach mal direkt weiter mit der nächsten Testkammer und sind mal gespannt, was auf uns dazukommt. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Oh. Versuchen Sie es erst gar nicht. Liebe GLaDOS, ich finde da eine Lösung. Und liebe GLaDOS, ich habe eine Lösung gefunden. Ich bin ja nicht blöd. Oh. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Ich lasse mich doch nicht von so einem kleinen Roboter beeinflussen, GLaDOS. Vergiss es. Was hast du denn gedacht? So, kann direkt weitergehen mit der nächsten Testkammer. Ich bin mal gespannt, was uns als nächstes erwartet. Auf alle Fälle muss ich da schon mal ein bisschen mehr gucken. Das war anders als die vorherigen Testkammern. Mal sehen. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Impulse. Aha. GLaDOS, ich merke, bei dir ist nicht mehr alles in Ordnung. Da. Liegt vielleicht auch daran. Oh, ich habe mich mit der Kamera geschlagen. Okay, weiter geht's. Da ist das Ding. Da ist eine Portalfläche. Es kann losgehen. So. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Na dann, wollen wir mal. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Ja, merkt euch das, liebe Leute. Umso schneller ihr seid, umso besser seid ihr. Nee, Quatsch. Oh, weiter geht's. Das war ja nicht so schwierig. Was ich mich früher mal gefragt habe, ist, was hier hinter Schönes ist. Hier sind nie irgendwelche Menschen, man sieht ja nur Monitore. Naja, mal gucken. Ich glaube, wir kommen da irgendwann nochmal hin, wenn ich mich richtig erinnere. So, auf alle Fälle war das jetzt auch nicht so schwer. Auf jeden Fall hatten wir schon mal unseren ersten Flug einladen. Das ist auf alle Fälle ein kleiner Spaßfaktor für mich persönlich gewesen. Ich hoffe, ihr habt diese Flugeinlage auch genossen. Na, Ladedaten. Ah, weiter geht's. Der schwerste Test von allen. Besteige die Treppe. Oh. Oh. Okay. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich. Meiden Sie ihn. Ah, das ist mit Zeitintervall interessant. Ah, ich glaube, ich hab's. Darum geht nämlich so ein komisches Ding da hin und her. Darum können wir nämlich... Genau. Knapp daneben ist auch vorbei.
Aber ganz knapp daneben. Ah. Hat sogar per Zufall funktioniert, finde ich sehr gut. Müssen wir nur noch abwarten? Oh. Interessant. Falsche Sicht. Komm. Komm. Nice. So. Dann holen wir uns mal den zweiten Teil der Portal Gun. Damit kann es jetzt nämlich richtig losgehen. Dann machen wir mal keinen Fehler. Genau. Haha. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Ah, interessant. Das Gerät hat mehr Wert, als ich habe. Ist mal wieder sehr reizend von dir, GLaDOS, das zu sagen und zu erwähnen. Auf alle Fälle, ich weiß, du magst mich. Sonst würdest du mich jetzt hier schon längst umgebracht haben. Wie dem auch sei. Ich mache jetzt mal keinen Fehler. Nicht, dass ich aus Versehen das falsche Portal setze. Das wäre nämlich äußerst peinlich jetzt. Ah. Und was man definitiv machen muss, ist das. Ah. Okay. Hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich es mir denke. Auf alle Fälle kann man schön Zeit sparen. Jetzt kann es richtig losgehen. Ihr seht es nicht, aber ich reibe mir gerade meine Hände. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier rauskommt. Auf alle Fälle werden die Tests jetzt definitiv interessanter werden, aufgrund dessen, da wir keine vorgeschriebenen Portale mehr haben und überall Portale setzen können, wie wir das wünschen. Vorausgesetzt, die Wände lassen zu. Auf solchen schwarzen Wänden geht das nicht. Ja, GLaDOS, ich bin gleich soweit. Wie ihr seht, können wir hier keine Portale setzen. Es geht nur in diese weißen Flächen hier. Und dann, wie ich sehe, können wir auch die anderen Portale nicht ersetzen. Gut. Würde ich sagen, fangen wir an. Da das Orangene hin und weil hier ein Punkt ist und das letzte Mal funktioniert hat, machen wir das so. Ja. Schack. Oh. Knöpfchen. Da oben. Okay. Ah. Hieronymo! Okay, anscheinend falsches Portal gesetzt. Okay, das war nichts. Jetzt muss man nur noch lernen zu treffen. Jetzt! So. Dann setzen wir mal einen Cube dahin. Dann haben wir hier oben die Tür offen, das ist sehr schön. Und dann können wir gleich noch einen Sprung wagen, sobald wir treffen sollten. Das ist die Grundvoraussetzung von allem. Och, Menno. Jetzt. Ah, ich glaube, GLaDOS hat das gerade nicht so ganz verstanden oder ist so weit der Meinung, dass wir das zu schnell gemacht haben. Auf alle Fälle ist sie sehr begeistert und hat einen Kurzschluss gekriegt davon. Und das geht weiter. Ich mag Fahrstuhl fahren irgendwie nicht. Ich bin eher so ein Treppenmensch. Ich habe es auch mal durchgezählt, als ich hier in Rostock eingezogen bin. Ich habe es bis oben, wo ich gerade sitze, 100 Treppenstufen. Auf alle Fälle ziemlich weit. So. Halt, stopp, so. Da müssen wir hin. Testkammer 13 von 19. Kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Okay. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Ist aber nett von dir. Aber was wir auf alle Fälle mal machen.
Ist das. Oh. So. Klappt irgendwie nicht so ganz. Aber ihr könnt es ja mal anders probieren. Dann machen wir weiter. So. Interessant, wir haben da das Ding, was dort zurückprallt und irgendwann kaputt geht. Müsste eigentlich gleich jetzt passieren. Na komm. Gleich. Boom. Geht doch. Da haben wir das. Das Ding. Muss da rein. Denke ich mal, brauchen wir das. Um wieder unseren lieben Kubus zu holen. Diesen Kubus befördern wir mal da hoch. Nummer 1. Kriegen wir noch irgendwo einen zweiten Kubus her? Hm. Interessant. Das ist definitiv kniffliger. Gehen wir da hin. So, da ist jetzt zwei, dann gehe ich mal davon aus, dass der Knopf als zweites gedrückt werden muss. Ah. Wichtiger Testapparat zerstört. Oh. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man Sie vermissen. Hm. Ist aber nett, GLaDOS. Ich werde dich auch vermissen. Deine liebreizende elektronische Stimme. Sie dringt in mein Herz und entfacht in mir irgendetwas, das ich nicht erklären kann. Ich kann es wirklich nicht erklären. Hm. Wie dem auch sei. Auf alle Fälle geht es jetzt weiter mit Testkammer Nummer 14. Wir sind sehr, sehr gut, muss ich sagen. Folge 42 Testkammern geschafft. Na gut, 13 geschafft. Die 14. ist es jetzt. Auf alle Fälle kriegen wir hier Cube an Kopf. Werden mit irgendwelchen Blasen beschossen. Da sind die Blasen. Die können ertrinken. Dürfen kein Wasser trinken. Und dürfen wieder fliegen. Mal sehen. Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Oh. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Danke, GLaDOS, für das Kompliment. Ich gebe ihr auch mein Bestes. So. So. Ah, wir haben Treppen gekriegt, trotzdem bin ich zu faul. Wer braucht schon Treppen? Treppen sind langweilig. Machen wir mal ganz präventiv, da oben ist nämlich so ein kleines Etwas. Dort ein Portal hin. Man kann ja nie wissen, sicher ist sicher. Wozu war das orangene Portal noch brauchen? Ah, hier kann man wirklich nicht sitzen. Schlau gemacht. So. Oh. Das heißt es warten. Eins. Zwei. Drei. Vier. Wirklich. Sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Oh, ist aber freundlich von dir, GLaDOS. Den Siegeslift werde ich auch gleich mal nutzen. Ne? Und da haben wir es geschafft. Die Testkammer Nummer 14. Wenn es euch gefallen hat, scheut euch nicht, drückt den Daumen hoch.
Und nicht vergessen, immer schön den Abo-Knopf abstauben. Damit helft ihr uns und zeigt uns, dass euch die Videos gefallen haben. Und wir wissen, dass wir auf den richtigen Wege sind, besser zu werden. Falls euch irgendwas auffällt, was wir besser machen können, beziehungsweise falls ihr Robert wieder hören wollt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich bin für alles offen und freue mich darauf, demnächst mal wieder von euch was zu hören, beziehungsweise freue mich darauf, demnächst wieder für euch euer Unterhalter zu spielen. Bis dann, tschüss!